Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Maneater. So, ich hatte jetzt noch einen Anlauf. Ich wollte euch aber nicht wieder den ganzen Rotz antun. Ich bin jetzt in der zweiten Hälfte des Kampfes und er hat, glaube ich, noch eine Tesla-Spule unterm Boot. Die werde ich ihn jetzt wegreißen. Ich habe wieder mein altbewährtes Knochenset an. Das macht sich wirklich bemerkbar. Wir stecken ordentlich was weg und teilen ordentlich aus. Damit werden wir Pete jetzt mit Sicherheit den Garaus machen. Also, genießt die Show. Auf diesem Boot gibt es alles. So, das war's mit seinen Tesla-Spulen. Ich werde dir richtig wehtun. Oh, ich dir auch, Pete. Ich dir auch. Du bist ganz schön groß. Diese K.O.-Schlacht zieht sich langsam echt hin. Das war's. Junge, Junge, Junge. Dich zu töten ist das Letzte, was ich tun werde. Ich schätze, hier gibt es eine Lektion zu lernen. Darüber, wie die zunehmende Kommerzialisierung der Natur die Menschen auf Kollisionskurs mit einer Umweltapokalypse gebracht hat. Doch dies ist eine einfache Fernsehserie, in der Leute zusehen, wie Haie Menschen und Menschen Haie töten. Also, bis zur nächsten Angelsaison. Das war Shark Hunters vs. Maneaters. Tja, Leute, das war Maneater. Die letzte Folge, das Finale. Ich habe noch ein kleines Bonusvideo. Ich habe mit mir gerungen, ob ich das noch hochlade oder nicht. Ich habe nämlich mit dem Schattenset noch einen Anlauf versucht und oh, das hat mich so in Rage gebracht. Naja, ich habe jetzt gedacht, na, lass das mal lieber weg. Aber hey, sowas kann man auch ruhig mal zeigen, ja? Gamer sind nicht immer, Friede, Freude und lieb und dann wird auch mal geflucht und naja, der Titel hat ja die Info 18 plus, also von daher denke ich mal, ist das kein Problem. So, ja, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das Spiel so fandet und gebt dem Video einfach einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Projekt. Ich habe ja noch Valhalla zu laufen und jetzt neu. Also neu ist das Spiel nicht, aber mein neues Projekt The Evil Within 1. Danach natürlich Teil 2. Aber erstmal versuchen wir den ersten zu knacken. Also würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Bis dann. Ciao, ciao.